Der Produktmanager für Video bei Canon und ich habe einige Fragen an dich. Erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, super, dass ihr zu uns an den Stand gekommen seid. Ganz genau, bei YouTubern sieht man immer häufiger die Canon Legria Mini X. Du hast sie hier, glaube ich, auch auf dem T-Shirt. Ja. Warum sieht man die und was macht diese Kamera so besonders? Na, die Kamera ist super gut zum Bloggen geeignet, weil ich einen anständigen Ton habe. Ich habe ein Display, was ich rumdrehen kann, wo ich mich selbst mitfilmen kann und übers WLAN kann ich die Sachen direkt aus der Kamera ins Internet hochladen. Welche Kamera empfiehlst du generell angehenden oder schon etablierten YouTubern? Also wenn es um Follow Me Around geht, würde ich auf jeden Fall eine Mini X nehmen. Die hat nochmal einen besseren Ton als die Mini. Mhm. Und der Akku hält auch noch viel länger. Ansonsten, wenn man ein bisschen professioneller werden möchte, ist es vielleicht eine PowerShot G7X. Die ist immer noch sehr kompakt und klein. Oder wenn es Richtung 4K gehen soll, dann wäre es eine XT10 eine sehr schöne Wahl. Okay. Du hast schon angesprochen, 4K, der neue Trend. Es ist stark im Kommen. Was hat Canon bezüglich 4K im Angebot? Also wir haben natürlich schon die richtig hohen Profilösungen mit einer C500, C300 Mark II und einer 1DC und jetzt ganz neu im Sortiment ist die XT10. Die ist schön und kompakt, wir haben einen 10-fach Zoom dran und die macht 4K Videos und Fotos in einem Gerät, schalte ich einfach um. Ich habe auch ein klappbares Display und die hat richtig tolle Qualität. Da stellt sich natürlich die Frage des Preises, eher erschwinglich auch für den Autonormalverbraucher oder ist 4K noch ziemlich teuer? 4K ist schon noch recht teuer, also die fängt bei 2000 Euro an. Dafür hat man aber auch schon alles dabei. Es gibt auch noch eine Superlupe drauf. Im ganz Low-End-Consumer-Bereich haben wir noch nichts, aber das ist bestimmt nur noch eine Frage der Zeit. Damit sprichst du an, dass viel in der Entwicklung ist, viel gemacht wird. Was ist denn so aktuell, woran arbeitet ihr aktuell? Was für Innovationen können uns eventuell noch erwarten, wenn du da plaudern darfst oder willst? Also natürlich darf ich nicht plaudern, aber ganz frisch ist die C300 Mark II rausgekommen. Die wird jetzt im September am Markt erscheinen. Und ich denke auch, dass wenn man jetzt mit einem YouTube-Kanal anfängt, tut es auch erstmal Full HD. Da kann man schon richtig schöne Sachen mitmachen. Und wenn man da mit einer PowerShot anfängt oder einer kleinen EOS, die kriegt man schon für um die 300 Euro. Das ist, denke ich, für jeden machbar. Alles klar, ich danke dir für die Zeit und wünsche noch ganz viel Spaß. Sehr gerne, vielen Dank.